Hallo meine lieben Rollenspielfreunde da draußen und herzlich willkommen wieder zurück bei Ragnar Lollbrok hier in Mount & Blade 2 Bannerlord. Ja, wir sind immer noch hier im Krieg und ich bin immer noch am überlegen, wie wir selber am besten jetzt davon irgendwie profitieren. Ich werde auf jeden Fall erst mal ganz kurz nochmal ins Handelsdistrikt-Tilani gehen und ich denke ernsthaft über ein besseres Pferd nach. Das Problem ist bloß, es gibt hier keins. Das ist echt das Hauptproblem. Es gibt hier einfach keine guten Pferde. Was ich aber definitiv tun kann, im Moment, ich sehe auch gerade eben noch andere Dinge, ich habe anscheinend, wie es aussieht, irgendwo Level-Ups. Wir können auch mal in die Smithy gehen, genau, denn wir haben ja gesagt, wir wollen Merch produzieren. Deswegen mache ich jetzt aus dem ganzen gefundenen Hardwood erstmal ein bisschen Charcoal. Wir refine das jetzt hier erstmal in die Richtung. So, jetzt habe ich keins mehr. Und jetzt kann ich tatsächlich mit dem Hardwood Dinge einsmelten. So, ihr seht, was ich nämlich bekomme. Dafür bekomme ich Holz? Na, das ist nicht mal interessant. Das ist mal eine Methode, um an Holz ranzukommen, um das gleich wieder zu wiederholen, ey. So, hier bekomme ich diverseste Sachen. Hier bekomme ich auch richtig geil Stahl. Das ist Weapon Tier 1, ey, geil. Smelt, dann bekomme ich da... Ja, da bekomme ich Gruschkram, aber da habe ich kein Problem mit. Das ist auch nicht schlecht, ganz im Ernst, was ich da rausbekomme. Also, man merkt, die Tipps sind korrekt. Es lohnt sich tatsächlich, den ganzen Kram einzuschmelzen. Jetzt kann ich wieder nicht mehr, aber jetzt kann ich wieder refinen, ne? Es ist bloß schade, dass ich nicht sehe, wie viel ich insgesamt... Doch, 12, sehr gut. Aber ich kann das jetzt hier... Doch, hey, warum kann ich jetzt nicht refinen? Must rest... Ach, bin ich jetzt müde? Ah, seine Lordschaft ist müde vom vielen Einschmelz. Ich könnte gerade eben. Okay. Jetzt gucken wir mal da rein. Yeah! Und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben One-Handed verbessert. Entweder mache ich jetzt half the weight of the shield. Also den Gewichtseffekt des Schildes halbieren. Oder 10% mehr Schaden mit einer einhändigen Waffe. Ganz im Ernst, ich nehme den extra Schaden. Das ist genau das, was ich will. Hier haben wir auch nochmal jemanden, der, so wie es aussieht, irgendwas kann. Also auf jeden Fall steht... Nee, warte mal. Es sieht zumindest so aus. Da! Ey, das silberne Zeichen, das geht mir tierisch auf den Keks. Man sieht es einfach nicht. Ich finde, man sieht es nicht gut. Ja, 20% mehr Schaden für Headshots. Was? Ja, nee, ist klar. Als ob ich irgendwie dazu käme, Headshots zu verteilen, ey. Die Leute sind ja drauf, ey. Okay, also das Problem ist aber, ich kann es tatsächlich nicht weiter Dingens hier machen. Warte mal, Hardwood ist jetzt hier nicht besonders. Eisen wiegt sehr viel. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld das letzten Endes bringt. Das ganze Eisen hier einfach mal verticken. Ja, 196 rockt mich jetzt nicht so hardcore. Aber was ich auf jeden Fall mache ist, ich kaufe auf jeden Fall nochmal eine ganze Ladung Butter. Denn ich habe gehört, die Leute stehen total auf teures Zeug hier. So, deswegen auch nochmal ein bisschen Wein. Meine Soldaten sind verfressen wie noch was. So, und... ja, Miet kann ich auch noch oben drauf legen. Problem ist halt, ich bin momentan hardcore überladen, aber keine Sorge, wir sind noch lange nicht fertig mit Verticken. Das Hardwood hauen wir auch noch raus, die tragen ja für mich... Das hier ist alles Kram, der weg kann. Also weg, 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 weg. Davon, da ist garantiert nichts dabei, was irgendwie auch nur ansatzweise brauchbar ist. Also bis jetzt Tier 1, Tier 1. Mal was mit Tier 3, aber ganz im Ernst. Kannst du vergessen. Dann bei Waffen habe ich ja eingeschmolzen. Die will ich eigentlich noch einschmelzen. Ich bin immer noch hardcore überladen. Und hier habe ich noch das Zeug. Also ich könnte jetzt hier tatsächlich nochmal ein paar Pferde hier noch dazu nehmen. Was? Mein Gaul ist so langsam. Das ist ja schrecklich. Gott, 34. 44, das ist ja echt extrem schlimm. Da muss ich demnächst mal echt was ändern. Trotzdem bin ich hardcore überladen. Das liegt auch, glaube ich, einfach an der Anzahl der Leute, die ich hier mit mir rumschleppe. Ich mache auf jeden Fall erstmal dann. Und jetzt würde ich mal sagen, wir warten jetzt hier kurz mal einfach mal einen Tag oder so, bis wir uns erholt haben.
Denn Ragnar möchte natürlich sich noch mal ein bisschen mehr um seinen Merch kümmern. Ich habe keine Gefangenen gerade eben. Gehen wir wieder in die Smithy. In der Smithy refinen wir jetzt hier wieder. So, alles wieder verbraucht. Haben wir wieder 6 Stück davon. Und jetzt können wir wieder smelten. So, das hier wird gesmeltet. Das bringt sogar einiges, wie ich gerade eben sehe. Und schon sind wir wieder müde, oder was? Echt jetzt? Ich bin schon. Das war so anstrengend, dem Zeug beim Schmelzen zuzugucken. Ja, Ragnar ist da, es ist das einfach nicht gewöhnt, wie man merkt. Ich will bloß mal gucken, ändert sich dadurch jetzt hier irgendwas bei seinem Smithy-Skill? Boah, er hat jetzt 9 darin, immerhin. Was bringt mir das? Character can use a more efficient method, okay. Ja, dann macht er halt mehr Charcoal, sage ich jetzt mal. Ich glaube, ich verkaufe den ganzen Scheiß einfach. Das ist mir gerade eben einfach echt zu langwierig. Ohne Witz. Ich will einfach nur das Gewicht loswerden. Simple Spear weg. Charcoal. Ich habe keine Ahnung, was wiegt. Die wiegt 5. Ey, das ist echt gar nicht wenig. Aber die freuen sich bestimmt auch, wenn ich die Charcoal an sie verkaufe. Das Eisen muss weg. Das wiegt auch nicht gerade wenig. Gute Eisen muss weg. Grapes, Butter, Grain. Bin ich immer noch überladen. Aber egal. Muss jetzt halt irgendwo Pferde herbekommen. Oh, da brennt die Bude, wie ich gerade eben sehe. Da versuche ich mal zu helfen. Ihr werdet das hier nicht plündern. Wir helfen natürlich. Attack! Denn wir sind die großen Helden. Oder der große Held, Ragnar. Lolbrok. Oh Gott, meine Hitpoints sagen was anderes. Verdammt, Männer! Attack! Ich brauche dringend eure Hilfe, sonst ansonsten wird hier die Situation echt schlecht ausgehen. Boah, ey, jetzt habe ich mal einen Gaul, mit dem macht's Reiten Spaß. Na also. Kann ich eigentlich Lanze jetzt anlegen? Nee, kann ich nicht, schade. So, jetzt gucke ich mal, was da abgeht. Oh, fuck it. Wenden. Da kommen Pfeile angeflogen. Guck mal, was ich jetzt hier machen kann. Vielleicht treffe ich ja einen von denen jetzt hier. Jawohl. Erwischt. Und. Und. Schwert nehmen. Wow, meine Männer fliehen. Nee. Kann das sein? Doch, die fliehen. Uah, raus. Uah. Okay, die Situation ist gerade eben äußerst angespannt. Ich dachte echt, dass der Balken zu meinen Gunsten steht, aber nein, tut er nicht. Nee, ich glaube, ich muss tatsächlich Fersengeld geben. Ragnar muss fliehen. Ich fasse es nicht. Das Leben ist nicht gut, wenn Ragnar fliehen muss. Oje, meine, oje, meine. Ja, die metzeln jetzt hier momentan noch meine Leute nieder. Finde ich ja gar nicht gut. Komm mal her, du. Komm mal her, du komischer Reiter. Ach komm, da ist ein Baum. Finde ich den Typen nicht mehr. Ach, dann einfach raus. Nein, ich muss fliehen. Ich dachte, dass diese eine Armee mitmacht und dass der andere Balken dann meiner ist. Aber so kann man sich irren. Folgt mir, Männer! Wir müssen dringend weg von hier. Das hier sind die Fans von einem anderen Verein. So, hier gibt's gerade Beef. Fuck, ja, wir verlassen die Nummer hier und gehen einfach mal wieder nach Seonon. Ich habe nur noch 6 Mann jetzt an der Stelle. Das ist nicht so geil. Wie steht es eigentlich um meine Truppe? Die sind noch hoffentlich noch am Leben. Ja, die sind noch am Leben. Den Job kann er nicht so gut machen. Also ich muss jetzt tatsächlich einfach mal warten. Wait here some time, weil mit so wenig Hitpoints machst du halt original gar nichts, leider. Ladida. Ich habe echt gedacht, dass diese 30 Mann, die daneben stehen, mitkämpfen. Aber ich glaube, das ist einfach nur eine Dingens, wie heißt, so eine Karawane, ne? Und die kämpft dann halt einfach an der Stelle nicht. Boah, ey, es könnte echt schneller gehen mit dem Heilen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, es wäre echt gut, wenn es schneller ginge. Naja, müssen wir halt einfach durch. 53%.
Man merkt, dass ich keinen Medic habe, ne? Ich will mal gerade mal gucken. Gibt es eigentlich noch mehr Charaktere? Taverndistrikt. Mal gucken. Da gibt es doch sicherlich noch mehr Leute hier. Nee, da gibt es tatsächlich keine mehr gerade eben. Schade. Dann raus. Es war ein Blick wert. Es war ein Blick wert. Kann ich Truppen rekrutieren? Jo, 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 jo. Schon mal anheuern. Ich meine, ich bin jetzt zum Glück wieder bei 23 Mann, aber geil geht trotzdem anders. Oh. Warte mal, da wird eine Armee gerade eben gegründet. Und zwar irgendwo da hinten. Okay. Trotzdem muss ich jetzt erstmal warten, bis meine Hitpoints wieder am Start sind. Sion 118 Mann, ich habe 23. Bei 90% kann ich losgehen. Okay. Dann, lief. Wo bin ich eigentlich? Hilfe? Hilfe? Da bin ich. So. Da sind 30 Caravan Soldiers. Oh, 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 das war gerade Hardcore. Da wäre ich ja beinahe in die reingerannt. Habe ich nicht vor, mich daran zu beteiligen. Tut mir echt sorry, aber habe ich nicht. Oh, den schnapp ich mir hier. Wer seid ihr denn? Aha, ist das eine Herausforderung? Nee, ist es nicht. Ja, ich sage jetzt mal, das ist jetzt tatsächlich ein Karawan von jemand anderem. Die sollen mir ihr Zeug geben. Das ist nämlich der Feind. Dann nehme ich ihnen mal den Merch ab. So, wir attackieren. Attack. Angeblich habe ich keine Chance. Ich will das momentan nicht so recht glauben. Deswegen gehe ich da schon mal vor. Ich gebe zu, es könnte vielleicht ein bisschen overconfident sein, aber irgendwie glaube ich das nicht, dass das jetzt hier. Oh, es sind viele Reiter. Shit! Ich habe den hinteren Gaul getroffen. Den habe ich erwischt, gut. Wow. Wir haben alle Wurfäxte, ey, und so ein Scheiß. Treffe halt einfach nichts mit dem Scheiß. Oh, boah. Da, okay, ich weiß, warum das so hart ist, weil es halt unfassbar viele Reiter sind. Aber ich habe jetzt hier schon eine Menge von denen jetzt hier beschäftigt. Die fl Sag mal, fliehen die? Das wäre echt hardcore, wenn die fliehen würden. Mein Pferd ist ein bisschen schneller, wie man sieht. Ich habe schon wieder mega Schaden genommen. Man fasst es kaum. Okay. Ah, wenden. Autsch. Ah, der blockt das. Echt jetzt? Boah. Die Schlacht ist echt krass hier gerade eben. Den habe ich erwischt. Wow, wow, wow. Nicht getroffen. Erwischt. Erwischt. Boah, meine Hitpoints sind echt schon langsam aber sicher am Boden. Okay. Meine Männer rücken vor. Krieg ich den? Er ist down. Zumindest sein Gaul ist down. Boah, die Situation ist echt übel, ey. Boah, fuck my life. Ich habe keine. Ich weiß nicht, ob ich das gewinnen kann. Das sieht momentan echt fragwürdig aus.
No! Ich bin down gegangen. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert. Wir haben verloren, glaube ich. Nein! Wir haben verloren! Ich weiß es nicht. Das heißt, ich bin wieder gefangen genommen worden, oder? Ja, ich wurde tatsächlich gefangen genommen. Ja, da war ich wohl ein bisschen overconfident. Wieder mal auf die harte Tour gelernt. Es war ein... Ich habe keine Ahnung, was der jetzt hier gerade eben macht. Hin und her laufen, hin und her laufen, hin und her laufen. Also so wie es aussieht, haben einige von uns es geschafft zu entkommen. Also und meine Leibwächterin, die versagt hat und eventuell auch mein Manager, ich weiß, die verschleppen uns in fremde Länder. Ich bin empört, wo das hingeht. Ich frage mich gerade eben, ob auch die KI eventuell hin und wieder darüber nachdenkt, Charaktere, also wie uns, hinzurichten. Schein. Oh, warte mal. Yay! Raus aus der Nummer. Oh. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind freigelassen worden. Das Problem ist jetzt bloß, unsere Schande ist so groß. Ist in Varchek und Argoron. Muss ich jetzt mal gucken, wo das ist. Varchek. Varchek. Wo ist nochmal Argoron? Boah, das ist echt weit. Das ist echt weit. Wir liefen Richtung Varchek. Was sie uns angetan haben, das ist unfassbar. Na gut, wir sind auch mit selbst dran schuld, aber... So, Varchek. Wo ist Argoron? Argoron noch gar nicht gesehen. Ohne Witz, wo ist Argoron? Ich weiß es nicht. Das ist extrem weit. Ich ziehe es auf jeden Fall. Also Varchek ist klar. Aber Argoron ist mir nicht klar, wo das sein soll. Ich finde es gerade eben einfach nicht. Du hier, was? Du hier, Varagit the Wronged. With whom you got separated after a battle as been cited in the settlement. Ja, deswegen gehe ich ja da auch hin. Go to the tavern. Take to party. Oh ja, ich kann sie sogar direkt einfach mitnehmen. Gibt's hier was zu tun? Ja, es gibt noch ein Tournament, Leute. Dann machen wir jetzt einfach mal diesen Tournament mit. Wir brauchen irgendetwas, was unser Gefühl wieder verbessert. Was ist denn das? Ein Dekorationslangschwert Tier 1. Okay. Ja, ich wette natürlich auf mich selbst. Join. Da kommen sie an, die Penner. Der ist down. Der ist down. Come on. Stirb. Au. Das ist ja der gegnerische. meiner meine ich. Hey Junge, komm her, komm her. Ach. Erwischt. Ich weiß nur nicht, was genau. Ah, da ging der Gaul zu Boden. Boah. Erwischt. Ja, ich verlasse mich da gerade eben echt schon ein bisschen auf die Rüstung und so weiter und so fort, ne? Okay. Wir haben es geschafft. Dann skippen wir diese Runde. Ja, will ich dann nochmal auf mich wetten? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, das schaffen wir wieder. Komm her, Junge. Mhm. Wow, wow, wow. Das ist nicht das, was ich wollte. Das ist so dämlich, dass ich jetzt hier diesen Kampf machen muss.
die, dog! Da drüben prügeln die sich auch gerade eben. Na also, ich hab ihn. Ich hab ihn, ich bin gleich da. Ich habe halt nur noch die Hälfte meiner Hitpoints, ne? Das ist halt auch noch ein Problem. So, wieder einmal muss sich unser Freund komplett von unten nach oben arbeiten. Na? Ach komm, wir steigen einfach mal auf. Der andere war so nett und hat uns sein Gefährt dagelassen. Drehen, 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 drehen. So, da geht er zu Boden. Alles klar. Dann skippen wir die Runde. Ich setze wieder Geld auf mich, auch wenn ich eigentlich kaum was bekomme. Da geht's los. Schildkampf. Und down geht er. So, der nächste bitte. Haben wir sogar schon das Finale. Da setze ich auch voll auf mich. Zack. Und am Ende halt noch mal ein bisschen Kohle. Und jetzt gibt sogar noch einen Axtkampf. Wow. Boah, ey. Was war denn das gerade eben für ein Move? So, kann ich einfach draufprügeln, wisst ihr? Mit der Rüstung, die ich habe. Relativ easy. Geschafft. Noch ein bisschen Renown bekommen. Dieses Dekorationslangschwert. Und ich möchte mir das jetzt gerade eben mal anschauen. So, wo ist es denn? Man sieht, es ist tendenziell wirklich ein reines Dekorationsschwert, leider. Es hat zwar ein gutes Handling, aber es ist kürzer und hat durch die Wand eigentlich schlechtere Werte. Das ist äußerst bedauerlich, aber es gibt jede Menge Leute, die beeindruckt waren von unserem Handeln. Deswegen schließen die sich jetzt uns hier an, wie gehabt. Und ich werde das Ding sofort mal in Zahlung geben. Haben die eigentlich coole Pferde hier mal? 44, 44. Ich will ein paar Pferde auf jeden Fall mitnehmen. Das Gemeine ist, ich habe jetzt auch ein Pferd dadurch jetzt natürlich verloren. Ohne Witz, die Pferde kosten so wenig. Die kaufe ich einfach mal komplett. So, und dann brauche ich natürlich noch Fressalien. Ansonsten werden die Leute nicht lange mitfollowen. Ich will gerade mal gucken, hast du ein Pferd? Du hast immer noch ein Pferd. Was ist das für ein Pferd? Du hast so ein ganz schnelles Pferd, okay. Ich habe immer noch mein eigenes schnelles Pferd, das ist sehr gut. Und da gibt es hier noch Grain. Warte mal, ich brauche gar nicht so viel. Ich denke, da reichen echt 6 oder so von jedem. Und Butter. Ja, das sollte von Anfang reichen. Dann. Okay, wir verlassen Varchek und jetzt muss ich nochmal gucken, wo ist Archeron oder wie auch immer das Ding heißt. Ich finde halt nicht mal, da ist Algoron, warte mal, ist der in Algoron? Oder habe ich mich da vertan? Er ist in Algoron, jetzt habe ich es gerade eben gesehen, okay, Algoron. Gott, ey, jetzt muss ich also komplett wieder zurück. Das heißt, ich hätte erst dahin gehen sollen. Oh. It's a long, long road. Success. Aber vielleicht kann ich dadurch nochmal einen weiteren mitnehmen oder sowas in der Art und Weise. Da hätte ich ja auch nichts dagegen. More followers. So. Irgendjemand ist von der Gefangenschaft entkommen. Ich weiß jetzt nicht genau wer. Ne, war ich hier. Interessiert mich nicht mehr. Da kann ich einen Punkt rausnehmen. Wir sind gleich da, wir sind gleich da, wir sind gleich da, wir sind gleich da. Gut ist am Geld. Ja, mangelt es tatsächlich nicht. Wo ist er denn?
Nee, das ist er nicht. Ist er nicht. Hä? Ist er nicht mehr da? Das ist Rothard. Rothard of the Company. Würde ich doch erwarten, dass sie hier im Tavern District ist, oder? Ah, da ist er, okay. Take Hero to Party. Okay. Back. Gibt's hier eigentlich noch einen Arena-Kampf? Es gibt einen Arena-Kampf! Ja, den gönnen wir uns beim nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Macht's gut, schöne Zeit bis dahin. Tschüss und Adi.